So, hallo. Ja, ich werde das jetzt doch machen. Ich mache das mit Video. Ist egal, ob es euch interessiert oder nicht. Ihr könnt es ja gucken oder nicht. Wer es nicht gucken will, kann ja was anderes gucken. Also ich nehme erstmal den USB-Stick hier auseinander. Ich habe mir jetzt was überlegt. Ich habe noch was nie gehabt von meiner Tastatur. Da habe ich mal das Kabel getauscht, weil mir das ständig kaputt ging. Das ist so ein gesleeftes Kabel. Hier USB. Das werde ich da ran machen. Das ist jetzt noch gut 2 Meter lang. Das wird ja wohl reichen. Das werde ich dann da direkt anlöten. Aber erst einmal werde ich hier die Buchsen rauslöten. Und ich habe mir auch schon Kabel besorgt. Das ist hier mein etwas spezielleres Kabel. Das ist ein ja, zweiadrig und dann noch geschirmt mit Kupfer oder Alu oder verzinnten Alu oder sowas. Ein ganz dünnes, damit hatte ich ja damals das Auna-Dings noch gelötet. Ist halt ein geschirmtes Kabel, ist für Audio ganz gut. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ding hier auslöte. So, nun habe ich die Platine soweit entlötet. Stecker runter, LEDs brauchte ich auch nicht, habe ich auch runter. USB brauche ich ja auch nicht, habe ich mir schon ausgemessen. Für später, falls einer meint, ich habe es falsch angeschlossen. Hier ist Masse, grüner, weißer und roter, also Plus des Kabels. Das habe ich mir schon aufgeschrieben, das weiß ich. Ich werde das wahrscheinlich so rum reinbauen, dass die Seite irgendwie so reingeklebt ist. Werde ich wohl mit dem Spiegelklebeband hier machen. Mit dem Zeug. Das ist ja so ein schaumgummiartiges Zeug. Doppelgleisseitiges Klebeband. Ja, ist von Tesa, ist aber keine Werbung. Sollt ihr nicht kaufen. Könnt ihr kaufen, müsst ihr aber nicht. Gut, dann werde ich jetzt mal das Mischpult auseinanderreißen und mal schauen, wo ich da ran muss. Also, ihr seht schon, ich habe das Ding offen. Ich habe jetzt hier eine ganze Weile gesucht mit Schaltplan und Multimeter, um den Punkt zu finden, der so dicht wie möglich am Ausgang der Verstärker-ICs für die Main Section hier ist. Natürlich ist das doof gemacht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, die Spannungsversorgung hier hinzusetzen. Ich weiß nicht, ob das nachher mit dem FX-Prozessor hier irgendwie alles mit dazu passt. Ich weiß es nicht, jedenfalls müsste es hinhauen, weil der, naja, ich mach mal so rum, die Kamera müsste ich anders stellen. Die beiden hier, ist ja links und rechts. Wenn ich da Stereo reinstecke, wird ein Kanal, ich glaube, das ist der rechte, auf Masse gelegt, über 120 Ohm, und der linke kommt über 120 Ohm und so weiter, dann von F, hier vom Main Mix raus. So, der 120 Ohm, ich hoffe, ich kann euch das wirklich zeigen. Gucken, das ist der hier. Also Widerstandsnetzwerk. Ich habe nochmal geguckt, also er ist wirklich, es sind 4 Widerstände nebeneinander in einem Package. Die sind nicht untereinander verbunden, sie sind wirklich durchgehend nur einzeln. Es gibt auch andere Packages, wo dann ein gemeinsamer Anschluss ist und dann nach oben hin und so weiter. Also sie sind nicht untereinander verbunden. Das habe ich nochmal gecheckt. Dann gehen die von dem IC aus, hier einmal komplett durch die ganze Platine durch. Ich habe es nicht komplett ausgebaut. Ich habe nur geguckt und kommt nachher hier hinten an den beiden wieder raus. Das sind 100, nee, das sind 20 Kilo Ohm, die auf Masse gehen. Und dann gehen die auf Elgos, die hier irgendwo sind. Da irgendwo so in dem ganzen Bereich, diese ICs hier. Das ist dieser Main FX irgendwie so.
Und in dem einen ist links und rechts drinne, habe ich geschaut. Die Widerstandsbezeichnung, also der Aufdruck hier, die Bestückungsbezeichnung kann ich nicht genau lesen, eher 200 irgendwas, 40, 49 oder was auch immer das da sein soll. Da werde ich das jetzt anlöten, links und rechts, auch wenn ich das nachher auf dem Dings wieder in Mono hätte. Das ist doof. Moment. Wenn ich das nachher da auf Mono schalte. Dann habe ich ein rein Mono. Dann habe ich nicht mal Line Out. Gut. Dann werde ich nur ein anlöten. Rechten oder linken Kanal, je nachdem. Ist egal. Muss ich, glaube ich, nur einen anlöten. Weil auf dem Stick hier, naja, ein Stick ist es ja jetzt nicht mehr, ist das hier der Mikrofon. Der ist hier nämlich verbunden. Da hätte ich jetzt beide Kabel angelötet, links und rechts. Wäre dann hier, aber der ist ja verbunden. Das ist ein reiner Mono. Also heißt es nur einen anlöten. Am besten ist den da, am besten ist dann noch hier die Leiterbahn aufkratzen, damit hier nicht noch ein Stück Antenne überbleibt. Da anlöten und Masse ist hier oben oder woanders eben, wo Masse hinkommen kann. USB ist klar, mache ich hier hinten ran. Und mit ins Gehäuse packen. Ja, hätte ich gerne so gemacht, wie ich mir das gedacht hätte, aber... leider ist die Platine ein bisschen zu groß. Ich habe schon die Seite ab. Man kann hier ja an die Seite reingucken. Man könnte jetzt denken, steckt das Ding noch da so rein. Ja, kann ich machen, aber die ist so breit, ich versuche es zu zeigen, dass der sehr viel Abstand hätte. Und da müsste ich jetzt sehr viel von diesem Klebeband draufkleben, damit das da reingeht. Vielleicht mache ich das auch. Oder ich schau mal, ich habe schon mal geguckt. Hier kommt ja die Blende ran. Wenn ich das hier rein ranklebe, das ist aber auch blöd. Hier ist die Blende, die ist da oben größer, da ist sie schmaler. Das geht unten rein. Ja, nee, das wird so nix. Das wird so auch nichts werden. Also doch etliches an Klebeband und dann hier so an die Seite rein. Dann komme ich nämlich mit dem Kabel hier raus und gehe hier runter. Das ist ein ziemlich kurzer Weg, bevor ich hier oben hier irgendwo rumlaufe, über die halbe Platine rumlaufe. Ich möchte das ungern direkt draufkleben. Ich könnte es theoretisch direkt draufkleben. Das ist Line-In. Hier zum Beispiel ist ein bisschen Platz. Könnte ich es dahin kleben, dann hätte ich auch nur ein Kabel von da nach darüber. So. Also dahin kleben, könnte ich es dahin kleben. Und von da nach da so rüber. Nach da so. Es könnte auch funktionieren. Da bräuchte ich gar nicht mal so viel. Weil dann mit dem USB-Kabel wäre das auch blöd. So rum, dann wäre das USB-Kabel auf die andere Seite. Ich hätte das aber schon gerne aus der Seite raus. Da würde ich dann hier irgendwie ein kleines Loch reinbohren und dann ist gut. Also doch, ich klebe es da rein und dann ist gut. Löte ich die Kabel da an, einmal so rum, klebe es da rein. Das ist dann relativ kurzer Weg, wenig Zeugs im Weg. Und USB ist dann auch nicht über die Platine drüber, dann ist das da auch weg. Also ich mache das so, ich bereite das jetzt schon mal vor und dann sehen wir uns gleich wieder.
Jetzt habt ihr ja hoffentlich alle sehen können. Ich habe das ja, habe das jetzt schon mal reingeklebt. Das habe ich jetzt nicht auf Kamera, weil das ist ein bisschen kompliziert. Sondern habe ich hier das Kabel und das muss jetzt da so hin an die Ecke. Ich versuche das natürlich so zu packen, dass das nicht unbedingt hier über die ganzen ICs geht, aber so in etwa da so müsste es hinmachen. Isolieren wir uns das da ab und machen das fertig. So, jetzt habe ich das abisoliert und ich habe vergessen, ich muss ja noch auf Masse. Und Masse geht hoffentlich mit an diesen einen Elko-Punkt damit ran. Dann brauche ich keine Isolation damit zwischen machen. Schauen wir mal. So, Masse hole ich mir hier vor oben vom Stecker. So, da haben wir einmal Masse drauf. Da haben wir keine Masse drauf. Sieht aber so aus, als wenn er da auf Masse gehen würde. Ah nee, der geht vorbei. Schade, das ist natürlich doof. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Gut, das kriegen wir schon irgendwie daran gelötet. Das ist nicht so schlimm. Das war jetzt auch der. Ja, das war der. Gut, noch einmal die Kabel hier fetzen. So, machen wir uns da den Lötpunkt drauf. Da muss das nachher ran. Ich hoffe, man kann es nachher sehen. Ich versuche es so gut wie möglich einzufangen. Das kann ruhig ein Ticken kürzer. So. Ich hoffe, man konnte es sehen. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Da muss ich das Kabel ein wenig anders legen. Aber so klappt das schon. Dann einmal gehen wir aus dem Licht. Da ihr ja beide sowieso verbunden seid. Stehen wir mal ab. Kürzen wir das auch nochmal. Und löten das da hier an. Natürlich auf der anderen Seite abgegangen, was nicht so schön ist. So,
Das ist so okay. Dann geht das halt da vorbei. Da ist noch eine kleine Schlaufe. Allerdings ist ja hier schon Line, also hier auf der Ecke ist ja schon Line-Level. Das ist nicht so wild. Das geht. Wenn ich das natürlich hier oben angeschlossen hätte, in der Ecke, also hier in der Ecke angeschlossen hätte, hätte ich hier noch irgendwo die Wechselspannung mit 50 Hertz Brummen drauf und das wäre alles mit reingegangen. So bin ich ziemlich nah an dem Ausgang von den IC, was nachher hier hochgeht, und sollte so funktionieren. So, ich hoffe, wir brechen hier nicht die Kabel jetzt gleich weg, wenn ich die Dings da hinschiebe. Diese Blende, die Zugentlastung, habt ihr gesehen, ist ein Stück Kabelbinder, das reicht aus. Sollte ausreichend sein. So. Sollte das jetzt hier auch wieder rangehen. So. Und jetzt gucke ich mal, wie das ausschaut. Schaut relativ gut aus. Ich schraube das mal fest und teste gleich mal am PC, ob es funktioniert. Zumindest ob der USB erkannt wird. Vorhin hat er es noch getan, jetzt habe ich ja noch ein paar Mal am Kabel rumgespielt. Und kann ja sein, dass jetzt ein Kabel abgerissen ist, was wir jetzt nicht hoffen wollen, das wäre blöd. So, einmal anschließen. USB Audio und in der Aufnahme Recording USB Mikrofon, also das funktioniert gut. Dann können wir den wieder rausziehen. Das hat funktioniert. Jetzt muss der Rest auch noch funktionieren, aber davon gehe ich mal aus. Dann mache ich den Deckel wieder drauf und mache erstmal das Öl hier weg von dem anderen Projekt noch, was ich ja schon hochgeladen habe. Ja, jetzt habe ich hier lauter Öl auf dem Tisch. Gut, sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich das Ding wieder zusammen. Jetzt ist es wieder zusammengebaut, Deckel drauf, alles. Jetzt guckt hier nur an der Seite ein Kabel raus. Etwa 2 Meter langes USB-Kabel, das ist ja okay. Und jetzt werde ich das mal austesten, werde das Mikrofon, das andere, mal anschließen und mal den Sound auf dem PC aufnehmen und mal schauen, wie der sich dann anhört. Den sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt hier aufgebaut und ihr seht hier schon den Ausschlag kommen. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe es über XLR angeschlossen. Ich habe das Mikrofon etwa 20 cm vom Mund weg. Ich wechsle jetzt mal auf das Mikrofon, was da jetzt ist. Und man sollte mich hören können. Ich habe jetzt den Bass auf normal drin. Es ist doch ein bisschen doll, sehe ich gerade. Ich gehe damit ein bisschen runter, damit es nicht so doll übersteuert. Und ich drehe mal den Bass jetzt in so eine Dritteldrehung. Seht ihr hier, so eine Dritteldrehung habe ich sie rausgedreht. Ich habe das Mikrofon jetzt leider nicht in dem Mikrofonhalter, da ist das andere drin. Ne? Aber es hört sich doch, glaube ich, ganz gut an. Gut, das hat hingehauen. Das ist eine sehr gute Idee gewesen von mir. Und ich hoffe, ihr findet das genauso gut. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Also mit dem anderen Video, wo ich da die Idee vorgezeigt habe oder vorgestellt habe, da habt ihr ja die Daumen hoch runter Kombination, weiß ich nicht warum, die da gekommen ist. Naja gut, dann Gruß in die Welt und
Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.